Humor ist eine höchst individuelle Sache und nicht jeder versteht den Humor seiner Mitmenschen. Schon gar nicht, wenn es dabei um Streitpunkte geht und die Frage, was humorlos und humorvoll ist, scheidet da die Geister. Zumindest schon, wenn es darum geht, diese Streitpunkte mit Hilfe von Humor zu lösen. Hinzu kommt die Tatsache, dass man in manchen Kreisen der Gesellschaft über bestimmte Dinge keine Witze machen darf oder sich nicht lustig darüber machen darf. Das gilt als Tabubruch und der Humor bleibt dabei auf der Strecke. Und letztendlich könnte man dabei tatsächlich zu dem Schluss kommen, Humor sei eine vollkommen ernste Sache. Oder ist es doch so, dass Humor ist, wenn man trotzdem lacht oder eben wie hier im Titel gemeinsam lacht? Mehr dazu gleich. Nachdem Gott die Welt erschaffen hatte, schuf er Mann und Frau. Um das Ganze vor dem Untergang zu bewahren, erfand er den Humor. Guillermo Murillo. Ja, dieser Spruch war sicher spaßig gemeint, aber er hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund oder zumindest einen ernsthaften Hintergrund. Nicht nur bei der Beziehung zwischen Mann und Frau, also zwischen Ehepartnern, sondern auch ganz allgemein bei der Beziehung zwischen Menschen. Denn da geht's mit Humor allgemein wesentlich leichter zu als ohne diesen. Es geht allgemein leichter, Probleme zu lösen, wenn man das Ganze mit ein bisschen Humor betrachtet und sich selbst und die ganzen Umstände nicht ganz so bierernst nimmt. Das gilt, wie gesagt, nicht nur bei Partnerschaften und bei Beziehungen zwischen Menschen, sondern auch auf der großen Bühne, der Politik oder wo auch immer. Humor ist ein Werkzeug, das die zahlreichen Unterschiede zu überbrücken hilft und somit auch die Menschen einander näher bringt. Schließlich hat jeder von uns so seine Macken und Tücken, seine Überzeugungen und Glaubenssätze, die er in seinem Leben mit sich herumschleppt. Und nicht immer passen die zu den Menschen, denen wir begegnen. Manchmal laufen diese sogar ziemlich frontal entgegen der Meinung, Überzeugung der anderen. Manchmal scheinen die Differenzen, verursacht durch diese unterschiedlichen Weltbilder, unüberbrückbar. Und Konflikte sind da ganz einfach vorprogrammiert, wenn diese Weltbilder aufeinanderprallen. Und diese Konflikte zu lösen, ist alles andere als einfach. Wer das nicht glaubt, der schaue bitte einfach mal in die Nachrichten, in die Zeitungen dieser Welt und schaue sich an, was in den unterschiedlichen Auffassungen alles geboten ist. Das gilt besonders, wenn es um so kritische Themen wie Religion oder Politik geht oder um Themen, die wir zur Religion erhoben haben. Wenn es um Kapitalismus, Sozialismus, Faschismus, Kommunismus oder sonstige Ismen geht. Oder auch nur um die Fußball-Bundesliga und die Frage, ob nun ein einzelner Mäzen oder mehrere Sponsoren ethischer ist oder ob das Ganze doch nur der Kommerz übrig geblieben ist oder wer trotz aller widrigen Umstände nun der beste Club dieser Welt ist oder was auch immer. Auch das kann eine Religion darstellen für manche Menschen. Ein weiteres Beispiel ist die Flüchtlingsfrage oder die Frage, ob jetzt nun die USA oder Russland die Heimat des Guten oder des Bösen ist jeweils und wer letztendlich welche Weltherrschaft anstrebt und andere unterdrücken will. Da scheint es keine Kompromisse mehr zu geben, da gibt es kein Dazwischen mehr, nur noch schwarz oder weiß. Wer nicht meiner Meinung ist, wird gnadenlos bekämpft.
Eine Prise Humor an der richtigen Stelle und in der richtigen Dosierung könnte da den Blick wieder ein bisschen schärfen und für Entspannung sorgen. Vor allem, wenn es Ihnen gelingt, sich selbst nicht so übertrieben ernst zu nehmen. Es gibt schließlich schon genügend Fanatiker, die in eigener Sache bereit sind, bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen. Ein zwinkerndes Auge erreicht da manchmal mehr als ein verzweifelt kämpfendes Herz. Das heißt natürlich nicht, dass es keine ernstzunehmenden Themen gibt, über die man auch ernsthaft sprechen und auch mal streiten muss. Vielmehr geht es darum, diese übertriebene Verbissenheit und Unversöhnlichkeit herauszunehmen und dadurch unterm Strich mehr zu erreichen. Was denken Sie? Wie halten Sie es mit dem Thema Humor oder wo sind die Grenzen des Humors bei Ihnen erreicht? Oder kämpfen Sie auch manchmal viel zu verbissen um gar nicht so wichtige Dinge? Ich meine, schließlich haben wir bewusst nur ein Leben und das endet bekanntermaßen immer mit dem Tod. Wäre es da nicht wesentlich sinnvoller, unsere Zeit, die uns geschenkt wurde, damit zu verbringen, gemeinsam etwas zu erschaffen, als anstatt das jeweils andere zu bekämpfen und zu zerstören? Was meinen Sie? Ich bin gespannt auf Ihre Meinung. Bis dahin, alles Gute, Ihr Gerd Ziegler. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Damit Sie in Zukunft nichts verpassen, was Neues auf unserem Kanal passiert, können Sie direkt hier unseren Kanal abonnieren. Ansonsten alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ihr Gerd Ziegler.